Moin Leute, Top Trading Cards hier, was geht ab bei euch? Und ihr seht hier vor uns stehen wieder Futera Unique 2015. Wir haben uns nochmal ein Mini-Case gegönnt, das heißt nochmal sechs Displays. Das Prozedere wird wieder gleich sein. Ich öffne hier für euch direkt vor der Kamera immer ein Display, mein Bruder auf der linken Seite auch seins und hält mir dann die guten Karten rein. Ja, wir haben uns das noch mehr erlauben können, weil wir im ersten Mini-Case, das habt ihr ja gesehen, ziemlich korrekte Karten hatten, Zlatan, Messi und so weiter. Und die haben uns das neue Minicase dann quasi finanziert. Und deswegen haben wir es nochmal gekauft. Heute ist es angekommen. Jetzt werden direkt mal die ersten beiden Displays gerissen. Also ich schneide an. Und dann, allein diese edle Verpackung ist ja schon wirklich einfach nur geil. Vier Booster da drin. Für die Leute, die die alten Videos nicht gesehen haben, kann ich nur empfehlen, das unbedingt nachzuholen. Hier, so sieht ein Pack aus, Futera Unique 2015. Eine Memorable-Card in every Pack und Hand for Card und Autographs. Hier, für die, die es interessiert, könnt ihr euch stoppen und euch dann reinziehen, was da so drin ist. So, ich starte mal mit Pack Nummer 1. Aus Display Nummer 1 für Futera Unique 2015 und los geht's. Kamera nach unten. So, besser. Das ist der Blick da rein, man sieht noch nichts. Sollten wir irgendwo eine goldene oder sowas sehen, dann werden wir die Karte zurücklegen. Vielleicht ist aber auch einfach wieder nur ein Production Set drin. Also Leute, der Spaß beginnt. Ich bin total happy, dass die da sind. Ich lege mir die mal eben irgendwie zurecht. Ich probiere es zumindest. So. Pack Number One. Box Number One. Gonzalo Higuaín. The Greats. David Villa. Manuel Neuer. Romelu Lukaku. Gareth Bale. Wesley Snyder, The Greats, Demichelis, Pablo Amero, Alexis Sanchez. Hier kommt schon die erste. Oh, Marco Reus. Das wird jemanden freuen, den ich kenne. Marco Reus. Zu 14, 7 of 14. Marco Reus Parallel zu 14, das ist ziemlich geil. Also Dominik Sub-Zero, die wird wohl für dich sein, nehme ich an. Ich lege sie auf jeden Fall mal zurück. Marco Reus Number to 14 Parallel Base, sehr nice, erster cooler Hit. Dann Rafa Varane, Salihu Çan und hier kommt das erste Trikot. Falsch rum? Rio Ferdinand Patch. Rio Ferdinand Patch. Hier rot und dann so eine dicke rot-blaue Naht. Nummeriert 6, 67 of 105, 67 von 105. Rio Ferdinand Memorable. Lege ich mal hier hin. Dann die Seite von meinem Bruder. Erstmal die Base, die er drin hatte. Und zwar sind das Christian Atsu, Luka Modric, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Ivan Rakitic, Shinji Kagawa, Dani Alves, André Schürrle, Olivier Giroud und The Greats von Pelé. Und dann gucken wir mal nach. Das erste Autogramm, Triumph-Autogramm, Darren Gibson. Ist jetzt von der Spielerauswahl nicht so Bombe. Darren Gibson, das kann einen durchaus besser treffen. Darren Gibson ist Number 5 of 45, 5 von 45. Darren Gibson Autograph. Und die zweite Karte, die mein Bruder hat, ist ein Memorable von Daniele De Rossi, Italia. Trikot sieht man ja, Standardblau. Und die ist 75 of 105, 75 von 105. Also De Rossi, Darren Gibson, Rio Ferdinand und die Parallel von Reus in den ersten beiden Packs. Jetzt kommt mein Pack Nummer 2. Bisher also die Spielerauswahl ist ja halt nur das erste Pack, aber bisher bescheiden.
Okay, weiter geht's. Mal eben hier den Ton zurecht wichsen. Ich leg mir das hier mal eben wieder so halbwegs zurecht. Und dann geht's los. Mit Maradona, das original getragene Trikot mit Unterschrift hängt hier im Flur. Diego Maradona, The Greats, Bruno Martins Indi, Heung-Min Son, Pablo Sabaleta, Andrés Iniesta, Marco Reus, Base, Marcos Rojo hier, der mit dem Ständerfoto. Falls ihr es nicht gesehen habt, irgendwie so ein peinliches Foto, wo er mit einer Endlatte da steht. Voll der Spasti. The Greats, Xabi Alonso, Mario Mandzukic, Diego Godin, The Next Granit Xhaka. Hier ist nur eine Karte drin. Dann hat es die mit Sicherheit in sich. Cristiano Ronaldo und nur eine Insat. Das ist Pelé. Pele. Oh! Schön. Boah, ey, die ist so fett, die Karte. Guckt euch Das mal an, da ist ist eine Schuh, richtige oder? Wölbung drin. Ja, pass auf, da steht: Dieses Stück ist aus seinem Schuh, denke ich mal. Ich lese es gleich mal hinten. Getragen am 1.10.77 in der Partie New York Cosmos, wo er ja gespielt hat, versus Santos. Das ist der Ball, der Ach offiziell benutzt so. wurde. Da steht's. Von dem Ball 1977 aus dem Spiel Cosmos gegen Santos. Und das Trikotstück hier rechts hat er getragen 1960 für Brasilien. Unfucking fassbar. Pelé, eine Superstar-Karte. Nummeriert ist die ganze 22 of 27, 22 von 27. Pelé, der Ball aus dem Spiel und das Trikot. Einfach nur krasse Karte. Toploader. Das packen wir direkt in den Toploader, wenn ich ihn treffe. Passt kaum rein, so fett ist das Ding. Yeah! So, Ronaldo wollen wir nicht unterschlagen. Jetzt die Seite von meinem Bruder, die Basekarten von links. Daley Blind, David Luiz, sorry, Axel Witzel, Mario Balotelli, wieder Xhaka, Adnan Januzaj, Demichelis, Thibaut Courtois, Marcelo, David Villa, David Luiz und Zlatan Ibrahimovic. Dann geht's bei meinem Bruder weiter mit einer Parallel Base Insert-Karte, nummeriert. One of 14, sehr schön. Erste überhaupt. Wieder nur zu 14, sehr niedrig nummeriert. Und Spielerauswahl ist ziemlich geil. Luis Suarez, Uruguay und FC Barcelona. Das ist sehr gut. Nicht träumen. Weiter geht's, mein Bruder. Oh. Oh. Das waren starke zweite Päckchen. Memorable Card, numbered 30 of 57, 30 von 57. Wieder Pelé und auf der anderen Seite der andere Superstar der Zeit, eine Legende des Weltfußballs, Diego Maradona. Hier das Stück Trikot von Pelé, hier das Stück Trikot von Maradona. Pelé und Maradona Dual Memo. Richtig heftig. Natürlich kommt die nachher auch noch in den Toploader, aber wir wollen ja nicht zu viel Zeit verlieren. Also Leute, Pack Nummer 3 von mir jetzt. Okay, es geht schon mal gut los. Neymar Junior. Ach, fuck it, jetzt habe ich schon gesehen. Egal, ich krieg's nicht hin. Machen wir einfach so. Gerard Piqué. Hier Claudio Bravo. Neymar. Robin van Persie. The Great Xavi Hernandez, der jetzt bei Barca aufhört. James Rodriguez. Keisuke Honda. Oh, hier, Lukas Andersen, das war der, den wir nur einmal hatten. Dänemarks Jungspund. Hier kommt die erste Parallel. Und das ist Mario Mandzukic. Das ist klar erkennbar. Und wieder zu 14, das wäre ziemlich heftig. 7 of 14, 7 von 14. Mario Mandzukic, wieder Platinum Parallel. Dritte jetzt, das ist sehr geil. Todescase bisher. Und weiter geht's mit Brian Ruiz. Schweini, Hector Moreno und hier kommt das Trikot und das Trikot ist von. Ich habe es ja schon gesehen, ne? Karim, Benzema, Real Madrid. Jetzt kommst du drauf an, was da ist. Okay, das Standard-Weiß von Real, Karim Benzema, Jersey. Nummeriert 13 of 105, 13 von 105. Karim Benzema, Real Madrid. Und dann haben wir hier noch
Hector Moreno und Ribéry the Greats. Die von Vogelsseite, also mein Bruder links, Radamel Falcao, Yaya Touré, Mascherano, Ramos, Van Persie, Duarte, Vidic, Tevez, Götze, The Great Buffon, Toni Kroos und Divock Origi, der junge Belgier, der zu Liverpool wechselt. So ist zumindest Stand der Dinge. Und es geht weiter bei meinem Bruder mit einem Autogramm, würde ich schätzen. Germany. Da steht Germany. 6 von 14. Eine neue. Ist auch ein Platinum Parallel. Auch Platinum Parallel. Was geht denn hier ab? Aber sonst, ach nee, da kommt noch. Wieder eine Platinum Parallel von Philipp Lahm, The Greats. Wieder eine sehr niedrig nummeriert. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Das ist die fünfte. Nee. Normalerweise sind da nicht so viele drin. Aber wenn es läuft, dann läuft es. Philipp Lahm, Number 6 of 14 Platinum Parallel. Und dann gucken wir uns ja. Oh, korrekt. Memorable Card, Number 60 of 105. 60 von 105. Der große Thierry Henry, Frankreichs Superstar in den 90ern, einer der coolsten Fußballer ever, Traumtore geschossen, Thierry Henry, Trikotkarte. So, jetzt die letzte, das jeweils letzte Pack aus dem Display von links und von mir rechts. Mal gucken, was jetzt noch so geht. Ich habe einen Insatz. Mein Bruder sagt, er hat nur einen Insatz, das spricht dafür, dass da irgendwas Heftiges drin ist. Ich habe auch eine Karte, die ist dicker als Menschen jemals sich vorstellen können. Ich mache einfach, glaube ich. Nee, ich probiere es. Okay, Leute. Die letzten beiden Päckchen aus Display 1 und 2 hier bei Top Trading Cards zu Terra Unique 2015. Wir starten mit Ron Flahr, Miro Klose, Deutschlands und überhaupt Weltrekord-WM-Torschützen-Dingenskirchen. Mario Balotelli, Gerard Deulofeu, Wayne Rooney, Ika, San Ika. Hier wieder Duarte, Axel Witzel, Thiago Silva, da kommt noch eine und jetzt Carlos Puyol, komische Farbe dahinter. So rum. Das ist Ronaldo! Boom, die nächste Cristiano Ronaldo, wir haben schon eine gezogen, diesmal die zweite, zweimal Cristiano Ronaldo Memo. Kommt da direkt dahinter? Nein. Ich nehme die mal eben ab. Numbered 70 of 105, 70 von 105 Memorable Card Cristiano Ronaldo. Top Displays bisher. Aber da kommt ja noch eine. Arjen Robben. Jetzt kommt ein Autogramm. Wer ist das, Leute? Ich kann noch nichts erkennen. Also jetzt würde ich schätzen Kun Agüero. Oder Tim Cahill. Oder das ist dieser Muhammed Besic. Ja, Muhammed Besic, Triumph-Autogramm. Also die Autogrammkarten, die wir bisher hatten, ziemlich beschissen. War letztes Mal auch so. Besic und was hatten wir noch? Wie hieß der denn? Ach, diesen Gibson. Gibson. Ja. Auf jeden Fall nicht so gut. 18 of 40, 18 von 40, Muhammed Besic, Triumph-Autogramm. Dann haben wir noch Nagatomo, Robin und Puyol. Mein Bruder, Basiskarten, Xavi, Götze, Rakitic, Amero, Sanchez, Bruno Martins, Indy, Lechnonel Messi, hier wieder Ucan oder Ukan, Ivanovic, Agüero, Ribéry, Busquets und wieder Agüero. Und mein Bruder sagte, er hat nur eine in seiner Box. Mal gucken, wer es wird. Eine Memorable Card. Und zwar eine Captain's Memorable Card. Number 15 of 55. 15 von 55. Brasilianischer langjähriger Kapitän. Bester Rechtsverteidiger wahrscheinlich, den Brasilien je hatte. Zumindest sagt man das über ihn. Hinten, man sieht in der Karte so eine Spielszene laufen. Hier ist er, hier ist irgendein Argentinier. Cafu, dickes Trikotstück, 15 von 55. So, und hier noch die Base von Cesc Fabregas. Das waren die ersten beiden Displays von Terra Unique 2015 auf Top Trading Cards. Natürlich kommen die anderen auch noch. Zieht euch die also wieder rein.
Hier oben sind die letzten Displays verlinkt. Danke fürs Zusehen, Leute. Macht's gut und haut da rein. Gefällt euch unser Channel, dann klickt jetzt auf Abonnieren und seid dabei bei uns in der Community Top Trading Cards. Wir freuen uns auf euch. Also jetzt unbedingt abonnieren, klicken und wieder reinschauen. Danke.